Mervyn? Jason? Freddy? Michael? Michael, wenigstens Michael. das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt das Viech kommen würde. Sag mal so, Kuckuck, hallo, hier bin ich. Also damit man wieder Dings... Na sicher. Vergeht auch ein bisschen langsam, aber scheiß drauf. Ein bisschen Taschenlampen braucht, ne. Der arme Hund. Ein bisschen, na sicher. Damit er wenigstens irgendwas sieht. Du hast nicht zufällig Jason. Noch ein bisschen was. Noch ein bisschen was dabei. Jason? Voll, da könnt ihr jetzt schauen, dass ihr vielleicht nicht... Nicht haben dran. Würde ich gerne wissen, was dann passiert. Sehr gut. Da finde ich schon gut, dass halt einfach mal so der ein oder andere Ausgang einmal am Start ist, was ich nicht gehabt habe. Und das finde ich gut. Aber ich bin trotzdem, muss ich dazu sagen, ein bisschen leicht enttäuscht, obwohl es mir relativ jetzt gerade ein bisschen Spaß macht, einmal andere Entscheidungen zu treffen, die was ich sonst nie machen würde. Ist halt einfach wieder dieses Problem so, es hat nicht so große Auswirkungen. Und das stört mich gerade ein bisschen. Es hat gerade nicht so wirklich so große Auswirkungen. Und das stört mich schon sehr. Weil das mag ich nicht. Weil das enttäuscht mich. Das enttäuscht mich wirklich. Aber was soll's. Ist halt so. Aber es enttäuscht mich halt ein bisschen. Tut mir schon ein bisschen weh. Das ist jetzt nicht so große Unterschiede jetzt hier. Weil teilweise auch nur ein, zwei Sätze sind anders und dann plötzlich redet er schon wieder das, das und das. Eigentlich genau wieder 1:1. Finde ich ja dann dagegen ja doch ein bisschen sehr schade. Bist du's, Nick? Was haben wir denn hier? Wo in Gottes Namen sind wir gelandet? Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Medivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Sergeant Kay, reiß dich zusammen. Augen auf. Ja, machen wir mal auf den hier. Also, weil letztes Mal haben wir ihm alles gesagt. Ich hatte nicht erwartet, in ein verdammtes Erdloch zu fallen. Ich auch nicht. So ungefähr grob kann ich mich eh noch an alles erinnern, was ich so immer genommen habe und was nicht. Was ist das hier bloß? Erstens, da haben wir sich nicht so brav umgeschaut. Also da werden wir vielleicht ja doch das ein oder andere neu erfinden. Hoffe ich mal zumindest. Aha. Hat der eine aufs Maul gekriegt oder was ist mit dem los? Die Schneidzähne dieses Schädels wurden von innen herausgepresst. Okay. Ich tue jetzt für alle Fälle, tue ich jetzt ganz kurz, mich würde es dann wirklich interessieren, was Neues und was nicht. Ich hoffe, das stört jetzt gerade nicht. Weil mich würde das wirklich interessieren. Okay, das ist jetzt wirklich neu. Das ist jetzt wirklich neu. Ja, wenn das mal das ein bisschen zulässt, die Druckerei. Ist ein bisschen krampfartig, aber sonst geht's eh. Weil wenn, dann will ich schon alle Geheimnisse, alles drum und dran will ich schon finden. Ist eh klar. Geht ja auch zur Trophäe dazu. Ich glaube, ich muss eh alles finden. So genau hätte ich jetzt aber auch nicht geschaut gehabt, aber ich glaube, alle Geheimnisse und alle Foreshadowings muss ich gefunden haben. Sonst haben wir da beim Eckel haben wir da auf Neich. Dann passt es eh. Ja. Kann ich eigentlich so auch schauen? Nein. Ist einfach nur gesperrt. Okay.
Es fehlt, man merkt halt einfach, es fehlt noch so einiges. Man merkt's. Man merkt's volle Wäsch. Aber gut, dass ich gleich wieder zurückgegangen bin. Ist eh gut. Oder hätten wir schon wieder so einiges vergessen? Was, Nick? Was soll ich fühlen? Weiß nicht, irgendwas. Ich will gar nicht. Abschied, schon wieder paranoid, super. Ja, ein bisschen die Kameraführung, ja, ja, wenn man, gerade wenn du so andere Spüle gespielt hast, merkt man's, merkt man's, merkt man's. Ist jetzt nicht wirklich die feine Art gewesen, weißt du? Okay, dann machen wir wieder unsere Foreshadowing, ist eh klar, kennen wir schon, wo kennen wir schon. Wie viele Vorahnungen nochmal? Eh nur zwei, gell? Hm, vielleicht drei. Ja, die Diskussion haben wir eh schon gehabt. Die Diskussion haben wir eh schon mal gehabt. Wir könnten es probieren wieder auf. Wir könnten es probieren wieder auf zu versuchen. Ich glaube, ich hab das vielleicht schauen müssen. Kann vielleicht möglich sein. Ja, da kann man sicher auf. Na sicher, das soll ich gleich helfen, der Haberer. Er kann wieder nicht aufkraxeln, gell? Mm. Aber ich glaube, vielleicht kann es auch sein, dass er von dort auf. Mm, ja, weggesprungen ist oder von da. Eins von den beiden. Ich hätte mir jetzt aber eigentlich ehrlich gesagt auch gehabt, dass wäre dann doch wieder irgendwas passiert. Weil ich kann da jetzt aber da drin jetzt auch wieder nichts machen. Da, na, so, runter. Ach. Da haben wir eh schon wieder das Zeichen. Havra, gib. Als es aussieht. Hilf mal. Könnte hier Hilfe brauchen. Hast wohl lange nicht trainiert. Das ist Mervyn. Au. Einfach nur au. Mann, ich versuch's doch. Hör endlich mal auf zu zappeln. Fuck. Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Das ist auch der komplette hoffnungslose Fall, gell? Nicht, weißt, die ist eine Doktorin und alles drum und dran, aber sollte die nicht wenigstens irgendwas kennen oder sonst was oder wenigstens ein Messer? Die soll ja doch wohl ein Messer haben, oder? Oh, verdammt, er ist am Arsch. Die hätte ihm fix helfen können, 100%. 100%. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Hab Morphium dabei. Nimm es. Wir bauen dich gleich auf. Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst Wache. Wache? Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Hoppa! Also, wie wäre das irgendwie so ein Greifarm gewesen oder sonst was? Clarice? Ja, hat anscheinend geschmeckt. Da will ich ein bisschen mehr. Da will ich schon einen Nachtisch. Na sicher, ist eh klar. Ein bisschen süß-sauer, ha? Ah, das ganze Blut und alles drum und dran. Ist wieder einer gefallen. Das ist wieder einer sowas von gefallen. Es geht aus, es ist richtig beschissen. Es ist richtig beschissen. Er ist voller Blut, Bruder. Der wird nie wieder das Gleiche sein. Bitte tu aber nicht so, dass er trotzdem krepiert. Das würde ich nicht fair finden. Ja, er haltet ihn die ganze Zeit und dann krepiert er trotzdem. Na, das finde ich nicht so gut.
Nick, du bringst ihn um! Nein, ich lass. Das Morphium wirkt. Geil! Okay. Damit hätte man wieder so dieses klassische Verhalten jetzt wieder Tag gehabt von den Entwicklern. Ja, passt. Der wird trotzdem krepieren oder sonst was. Oder vielleicht dann doch eher relativ bisschen später. Aber das finde ich schon wieder geil. Das finde ich wieder gut. Das finde ich wirklich gut. Dass man es wenigstens probiert. Das finde ich wirklich gut. Da haben wir mal wirklich wieder was komplett was Neues. Wahrscheinlich im nächsten Kapitel wieder zwar schon hieß er, aber dennoch, es ist ein bisschen was anderes. Nein, davon dieses typische, ja, er ist trotzdem krepiert, Verhalten. Sagen wir ein braver Soldat und wir schauen sich einmal um. Für das ist bis jetzt auch immer keiner krepiert, obwohl ich mich anders entschieden habe. Gebietest aber trotzdem ein Buffen. Scheiße nicht so. Das scheiße schon, Alter. Wenn wir ja Buffen. Bleib ruhig, Digi. Wie er mit sich selber redet, der Uhren. Finde ich schon mal gut, finde ich schon mal sympathisch. Wie er vor sich hin murmelt. Finde ich gut. Ah, mal wieder die nächste Begegnung. Schmeckt. Wir müssen mit ihm aber alles richtig machen. Das ist das Problem. Wir müssen wirklich schauen. Jeder Moment muss mit ihm so ungefähr sitzen. Sonst sind wir gefickt. Sonst sind wir wirklich gefickt. Jeder Moment muss mit ihm sitzen. Das ist es. Schau aber trotzdem für alle für jetzt kurz nochmal nach hinten. Es könnte ja wieder möglich sein, dass wir trotzdem irgendwas verpassen. Ein bisschen was müssen wir ja noch finden. Beziehungsweise, wenn es wirklich noch jeder überlebt bis zum Schluss, könnte man das vielleicht sogar so machen, dass man das so macht, dass dann am Schluss halt die ganzen Leute krepieren. Aha! Ganz sexy! Immerhin ist er mit einem Lächeln gestorben. Er war sicher glücklich. Er war definitiv glücklich. Boah, da gab es eine kleine Blutspur. Sicher, da ist ein bisschen ausgerutscht und alles drum dran, oder? Ist schon länger nicht mehr aufgewaschen worden. Finde ich aber schon Frechheit. Könnten schon machen. Ein bisschen aufwaschen. Habe ich alle Zeug her? Alle weiße gerammten. Aha! Dann gibt's doch ein Golden. Ich nehme fix an, dass da rechts noch eins sein soll. Ich nehme schon an. Aber schön. Gut. Mal wieder eine Trophäe. Das ist schon gut für den Run. Ist schon gut. Jetzt haben wir schon der Platin wieder ein Stückchen näher. Finde ich schon sehr schön. Hast du schon wieder ausgezahlt? Immer dieser Sprung um ist Arsch. Hoppa! Mir ist gleich mit der AK runtergefallen. Aber. Super. Geht dazu. Was decker Buffen, oder? Also. Nee, okay. Wird überbewertet, die Buffen, oder? Na, wenigstens. Ist er Racher, oder was? Würde mich jetzt aber auch interessieren. Also, eine gute Zigarre, sicher, gell? Oder für die Shisha. Ja, für die Shisha. Gib mir den Shisha. Komm, Baby, gib mir den Shisha.
Howell. Ah, da kommst du mal an, scheint einmal früher mal ein Wegerl. Bin gespannt, wo das eigentlich hinführen hätte können. Aber ich glaube, so es sind sicher relativ viele Sachen schon mit eingesammelt worden. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Dass man wenigstens sagen kann, okay, passt. Braucht man auf nicht so vieles mehr achten. Das hat sich gut angehört, oder? Ich glaube, da ist einer hungrig. Oder vielleicht war das auch dein Magen. Hast du vielleicht ein paar Dinger noch mehr auf Lager zufällig? Weil ich glaube, das könntest du gebrauchen. Ein paar mehr. Definitiv. Hätte es ergehen, dass irgendwas im Suppenschießer ist. Würde man sagen, das sind definitiv ein paar Kratzer. Ich glaube, das ist irgend so ein Sexspielchen von einer gewesen oder sonst was. Nehme ich jetzt mal stark an. Irgend ein Sexspielchen von einer. Immer wieder kontrollieren. Ja. Wer weiß, ob man da nicht doch irgendwas verpasst oder sonst was. Muss ganz genau schauen. Bin dann erst gechillt, wenn ich weiß, ich habe alles. Dann weiß ich wenigstens, okay, passt, ich bin ungefähr safe. Ungefähr. Ey, so viel Licht hast. Ja, wollte ich gerade sagen, oder? Ein bisschen mehr Licht wär's. Das ist sicher ja gar nichts. Oder ich finde einmal gar nichts mehr, oder? Bist du deppert? Ah, das ist aber schon. Uiuiui. Das ist der Scheißdreck nur noch. Bist du deppert? Ja, dann machen wir mal. Aber jetzt ganz schnell. Aber ganz schnell, Havra. Das hört sich schon mal sehr interessant an. Hast du nicht zufällig noch so eine Fackel? Wie viel war denn Scheißdreck? Aura, der wird gleich weggezogen, 100%. Aber die Pistole kann man nehmen. Hoppala. Und mir jetzt aber. Wollt mir nur kratzen. Tu mal schließen da. Hoffen wir, denen wird nichts passieren. Hoffen wir zumindest. Boah, war das knapp. Bist du deppert, war das knapp. Leck mich am Arsch. Bitte kapieren wir nicht. Das muss man jeder kapieren. Ernsthaft. Es wird nichts, aber Der ist fix hi. Es sieht das schon, dass der hi ist. Er ist sowas von hi. Immerhin, wir haben es trotzdem noch rausgeschafft, auch ohne Pistole. Oh. Und wie will er sich trotzdem verteidigen? Niki. Super, und jetzt ist das Licht auch noch weg. Na, ganz toll. Glück in Unglück. Aber voll wäre drauf gefallen. Aber wie er sich gefreut. Alter, wir haben die scheiß Pistole nicht genommen. Fuck. Wollte mich nur ganz kurz kratzen, nur ganz kurz. Und ich sage nur so extra so, ja, da werden wir das schon schaffen mit dem, dieses, jenes, ja, werden wir machen. Britz! Aber so richtig Britz! Wir werden keinen Fehler machen, ich werde mich bemühen. Na, einmal kratzen. Pritz! Hier fickt. Stürzt gleich alles ein, verdammt! Auf nur Meiergang, aber so richtig Meiergang. Wo sind die Marines? Weiß nicht. Es ging zu schnell, der Boden hat mich verschluckt. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht, irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht.
Wir haben definitiv keine Wahl. Gehen wir. Sofort. Seit wann kommandierst du so rum? Das gehört zu meinem Job. Naja. Sabina Schling, sei Licht. Scheiße. Okay. 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 Ein bisschen Arsch muss er sein, aber. Zu ihr ist er ein bisschen arschig, finde ich gut. Schaut irgendwie aus wie erwarnt. Also wir hätten es nicht weitergehen können. Wir haben Seil. Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Hm. Bereit? Und du? Ich will jetzt aber gern sehen, wo sie es auch gebunden haben, gell? Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Das würde dir gefallen, was? Was soll das denn heißen? Du bist schon seit meiner Ankunft sauer. Echt, Eric? Ja, perfekt, genau jetzt, oder? Ideal, ideal. Wir können gerne über deine Unsicherheiten sprechen, aber reiß dich jetzt bitte zusammen. Ich liebe es, ein Arschig ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Natürlich gleich mal einen kleinen Dreher machen. Das könnte ja möglich sein. Richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Ich finde es eh gut, dass er ein bisschen arschig zu ist. Finde ich eh gut. Dann mal was komplett was anderes. Da kann man nicht wuschen, dass die dann jemals nur nochmal sagt zu ihm, ja, ich liebe die. Na, so wie er sich benimmt, fix nicht, oder? Da muss sie schon wirklich wie ein Trottel sein. Erinnert dich, oder sie steht auf sowas. Weil ich mich verloren fühle? Ja, dann gehen wir gleich mal rechts. Irgendwas wird es ja fix wieder geben. Beziehungsweise vielleicht haben wir es auch schon eingesammelt. Ja, das werden wir sie hier schon haben, aber was der? Besser lieber mal überprüfen. Vielleicht findet man was Gutes, vielleicht auch nicht. Und wie wir das abschneiden werden und wie. Ich werde das sowas von abschneiden. Ich werde das sowas von abschneiden. Der ist gefickt, der Huren, der ist gefickt. Ich hab schon seine Zukunft. Seine Zukunft ist am Arsch. Boah, es kann aber urherausfordernd werden, oder? Wenn wir wollen, dass jeder überlebt. Bist du deppert. Das könnte eine mühsame Sache werden. Weil irgendein kleiner Fehler und pritz, gefickt. Alt? Uralt. Das ist Keilschrift. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? Du bist ja eine echte Historikerin. Wusste ich gar nicht. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut. Mir nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt schon so vieles eingesammelt haben, wirkt das eigentlich voll so wie, ja, wir haben eigentlich fast gar nichts zum Erledigen. So wirkt das gerade volle Wäsche auf mich. Wie würden wir eigentlich gar nichts zu tun haben? Also sonst nichts miteinander zum Reden, oder was? Ja, wir werden das nächste Mal so ein toller Liebhaber werden. So ein toller Liebhaber. Wir werden so dermaßen arschkrallen bei ihr. Bist du deppert?